Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster Teil, heute vielleicht nicht der beste Teil. Ich habe einen Stellungswechsel vorgenommen, dass zumindest die Perspektive eine andere ist, sonst sitze ich immer dort auf jedem Sessel hier und jetzt sitze ich eben gegenüber, schräg gegenüber. Schräg, lass nach. Wir erleben Zeitgeschichte dieser Tage und ich gehe davon aus, dass wir über einen deutlich größeren Wissensstand verfügen als die meisten unserer Mitmenschen. Und für die wird es darum gehen, dass sie sehr, sehr schnell durchschauen, was hier läuft, weil sie haben nicht mehr diese Zeit, die wir hatten, die wir uns auch genommen haben, während wir eben von anderen gerne als, ihr wisst, die Verschwörungsfreunde und so weiter bezeichnet wurden. Der Verunglimpfungen gab es ja viele. Interessant, was für in Verunglimpfen alles so an anderen Worten drinnen steckt. Ja, ich habe in einem Videotitel geschrieben, dass eben es für die Parasiten eng wird und schauen wir mal, ob dem so sein wird. Mir ist eigentlich das Schicksal der Parasiten relativ gleichgültig. Für mich ist nur entscheidend, dass sie uns einerseits in Ruhe lassen und dass wir andererseits wieder in unsere Stärke kommen, in unsere eigene Kraft, dass wir sozusagen gar nicht mehr denen den Raum bieten, in die Verlegenheit zu kommen, uns sozusagen für ihre Zwecke einzuspannen oder zu missbrauchen. Wenn wir uns umsehen, haben wir überall auf der Welt geografisch eingeteilte Regionen. Ihr wisst ja, der Begriff der dritten Welt wird immer gerne verwendet. Nur wenige stellen sich die Frage, ja, was ist die erste und was ist die zweite Welt? Ja? Wodurch immer viele von der dritten Welt reden. Ja, richtig kombiniert, da muss es auch eine erste und zweite Welt geben. Und meiner Erinnerung nach stammt diese Begrifflichkeit aus diesem wunderbaren, heiligen Buch der Menschheit, der Mao-Bibel, also sozusagen, wo unser großer Führer Kim Il-sung oder keine Ahnung, oder Mao Zedong, irgendwas in der Richtung. Unser großer Führer hat halt hier gesprochen und hat halt die Welt im Auftrag seiner Auftraggeber unterteilt. Und was wir jetzt sehen, ist eben dieser klassische Wendeprozess. Ja? Es ist so wie eine Karawane, die weiterzieht und mein Gefühl sagt, sie wollen es ein bisschen drehen. Das heißt, jetzt wird eben so mancher Drittweltstaat sozusagen soll gehoben werden und andere Staaten sollen hinuntertauchen. Wie das genau vonstatten geht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eines, dass hier ständig wechselnde Spiele laufen, dass wir uns nie so richtig glücklich und frei fühlen. Das ist meines Erachtens eine der Hauptursachen und Hauptgründe, auch wie heute sehr viel wieder aufgetragen wurde. Aber interessanterweise sieht man wenig. Ja? Ich habe vorhin zwei Videos angefertigt, die werde ich danach hochladen, dass auch das offensichtlich nicht mehr so richtig funktioniert. Ja? Da waren jede Menge Überflüge, dieses auf Englisch Crisscross, dieses Kreuzworträtsel, was sie da, also die Zickzack-Muster, die sie da am Himmel fabriziert haben. Und auch das funktioniert nicht mehr, wie wir überhaupt bemerken, auch in den Horoskopen leicht zu erkennen, dass einfach vieles nicht mehr läuft. Vieles geht einfach nicht mehr. Und mein Gott, mögen sie sich ihre eigene Konsummatrix zerschlagen. Brauchen wir den Konsumismus? Ich würde sagen, nein. Die meisten Produkte, Stichwort geplante Obsoleszenz, werden sowieso in dieser Qualität unter Anführungszeichen hergestellt, dass sie nur einen begrenzten Zeitraum halten. Der Parasitismus ist natürlich, ja, was soll man sagen, Parasitismus ist ein schwieriges Wort, weil letztendlich, ja, das habe ich schon zusammengeschnitten mit dem Häcksler und
letztendlich leben wir in einem Kreislauf alle voneinander. Ja? Und das ist das Prinzip Stirb und Werde, dieser ewige Kreislauf, in den sich halt eben sogenannte Parasiten lukrativ eingehängt haben. Der Blutkreislauf des Lebens. Der klassische Parasitenfaktor, Bagare, das Geld. Ja? Das Geld ist der klassischste aller Parasitenfaktoren schlechthin. Und die wirklich parasitären Systeme können wir eben darin erkennen, dass sie sehr stark, sehr viel mit Geld zu tun haben. Ja? Geld ist ja sozusagen die eleganteste Art und Weise, jemanden zu versklaven, weil man ja den Sklavenhalter, also das andere Ende der virtuellen Kette, nicht sieht. Das sind irgendwelche Multimilliardäre, irgendwelche anonymen Gestalten im Hintergrund, Personen. Interessant, dass wir da so, ja, also ich war auch gerade bei meinen Freunden zu Besuch. Ja, wunderschön, großartig. Also ich bin immer überglücklich, wenn ein von den Wahlmaschinen gewählter sogenannter Volksvertreter in seiner Funktion sozusagen bei diesem erlauchten Kreise von demokratisch komplett legitimierten Gestalten teilnimmt. Also große Freude, die sich hier breit macht. Und naja, wie können wir als Einzelne diesem Parasitismus entrinnen? Na gut, das ist eine wichtige und richtige Frage. Und die Frage kann ich nicht mit einem sofortigen Konzept, mit einer sofortigen Antwort zufriedenstellend klären oder lösen, weil es bedarf nämlich gewisser Faktoren, um da stufenweise herauszukommen. Ich meine, in der Theorie stand es ja auch wunderschön, war das in einer von Lenins Schriften, ich habe da nur sporadisch gelesen, ja, weil es mir doch ein bisschen zu verkopft, zu intellektuell war. Das sind diese wunderbaren Konzepte, die in der Praxis dann halt nur mit großem Einsatz von, naja, sagen wir es wie es ist, oder Gewalt durchzusetzen waren. Und er hat halt postuliert, niemand darf des anderen Knecht sein. Und das hat dann zu den witzigsten Ausformungen geführt. Und naja, kann ich halt wieder nur einmal mehr empfehlen von Arkadi Wachsberg, eben die Mafia in der Sowjetunion. Und es ist ja das Problem. Nach außen hin wunderbare Konzepte, großartig, nur in der Realität, in der Praxis funktioniert es dann nicht. Um aus diesen parasitären Systemen herauszukommen, würde ich sagen, brauchen wir Grund und Boden. Grund und Boden sind schon mal sehr wichtige Voraussetzungen. Um dem Parasitismus zu entkommen, kann man eigene Hackschnitzel anfertigen. Die rösten gerade in der Sonne. Ja, sie rutschen wegen der Schräge immer so schön runter. Ich weiß, da müsste man so kleine Regale, aber was soll ich machen? Es ist halt auch hier die Schwerkraft, die halt hier gnadenlos wirkt, aber das macht nichts. Das ist zum Beispiel ein Teil, um aus dem Parasitensystem zu entkommen. Ich mache mir mein Brennmaterial selber. Und noch sind ja die Allesbrenner erlaubt, die Betonung liegt auf noch. Möglicherweise werden sie das dann auch als Klimakiller bezeichnen, wenn Leute mit dem eigenen Ofen heizen. Aber auch dann gibt sich eine neue Möglichkeit, weil die Devise lautet immer, wir entwickeln uns weiter. Und wenn sie uns das eine verbieten, dann erfinden wir das andere. Naja, dann erfinden wir vielleicht einen Verdauungsofen. Ja? Also ein Ofen, der auf niederer Temperaturbasis, ich meine, wenn es da drinnen so 60, 70 Grad Wärme hat, reicht es ja auch, weil ein Großteil der Wärme entweicht sowieso beim klassischen Verbrennungsofen über die Schornsteine, über die Rauchfänge. Und dann entwickeln wir oder erfinden wir einen Verdauungsofen, wo einfach Biomasse eingeworfen wird und über bakterielle Verdauungsprozesse, wie wir es ja damals schon im Mad Max, die Donnerkuppel war das ja damals, Tina Turner war damals die Königin von dort, wie das ja auch angedeutet wurde, dass man über, naja, sagen wir es mal so, ich möchte jetzt nicht das
dort verwendete Wort verwenden, aber über, sagen wir mal so, Biomasse hat man dort diese Kuppel beheizt und das funktioniert. Ja? Das funktioniert. Und wenn sie das eine nicht wollen, dann erfinden wir das andere und dann brauchen wir dann auch keinen Rauchfangkehrer mehr, Deutschland der Schornsteinfeger, denn ein möglicherweise sogenannter, von mir jetzt der Name erfunden, Verdauungsofen, der würde dann eigentlich so gut wie wenig brauchen, vielleicht nur einen Schlauch, der irgendwo das CO2 ableitet. Also wie gesagt, egal was sie machen uns nur stärker und stärker und ich würde sagen, das Konzept der Selbstbestimmung ist einfach unschlagbar und der Weg des Lebens führt uns jetzt auch dorthin, dass wir aufgrund des Drucks unserer, unserer schlechten Freunde, wenn ich so formulieren darf, dass wir aufgrund des Drucks unserer schlechten Freunde einfach immer selbstständiger und selbstständiger und selbstständiger werden und den Sinn des Lebens nicht nur arbeiten rund um die Uhr, um konsumieren gehen zu können, um sich die Wohnung zu leisten, um sich den Urlaub zu leisten, sondern einfach nur das Leben um des Lebens willen führen. Nicht mehr umzu, nicht mehr sondern im Hier und Jetzt wiederfinden. Das große Hier und Jetzt, was letztendlich unser Ziel ist, das Erwachen im Jetzt, was man auch von mir aus landläufig als Erleuchtung bezeichnet. Ich weiß nicht, ob die Erleuchtung heute Abend um 19.50 Uhr funktionieren wird, aber es ist wieder ein wundervoller Schritt in diese Richtung. Ich bitte dich daher wieder zum Visualisieren. Liebe, ganz wichtig, Freude, auch Erfolg. Erfolg ist nichts Unanständiges. Erfolg ist ja nur das, was dich selbst befriedigt. Ja, es ist für jeden etwas anderes. Erfolg kann es zum Beispiel sein für ein kleines Kind, wenn es lernt, Fahrrad zu fahren. Also ich war da sehr begeistert, als ich mit dem Fahrrad rollen konnte. Von Treten war ich noch weit entfernt. Ja. Ich habe diese Stützräder kategorisch abgelehnt. Und auf die Goschen bin ich nie geflogen, komischerweise. Ich habe irgendwie das Gleichgewicht halten können. Und das sind Erfolge, die überall woanders angesiedelt sind. Ja. Überall woanders angesiedelt sind. Und du weißt ja, ich bin Freude. Bitte jeden Tag, so oft du kannst, sag dir das im Stillen vor und lass es hinabsinken. Wie Schwebepartikelchen in einen Teich einfach zu Boden sinken. Ich bin Freude. Runtersinken lassen. Ich bin Harmonie. Sinken lassen. Und natürlich auch, ich bin Erfolg. Warum denn nicht? Ich bin Harmonie, ich bin Frieden, ich bin Liebe. Sei alles, was dir vom Herzen her gut tut. In dem Sinne, einen großartigen sonnigen Mittwoch, den Wandergruppen, die heute unterwegs sind oder schon wieder zurück sind. Ganz liebe Grüße von meiner Seite, ich hoffe, ihr habt es nett gehabt. Und einen großartigen Mittwoch, dein Astrowolf. Ende.